Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Kevin Wolter immer noch auf der Suche. Auf der Suche nach, wir wissen es noch nicht, dem perfekten Restaurant, Dönerladen, Burgerladen, Sushiladen, Tankstelle, Auto, Reparaturdienst, wir wissen es noch nicht. Wir sind auf der Suche und deswegen sind wir heute in Heilbronn. Und zwar habe ich mir rausgesucht, Bam Bam Kebab, Google-Bewertung 4,8. Also so schon mal sehr, sehr vielversprechend. Bei fast 500 Bewertungen 4,8 dazu haben, ist schon eine Hausnummer. Deswegen sind wir jetzt hier. Ich werde reingehen, alleine bestellen. Die Kamera bleibt erstmal hier, die kommt danach, weil ich will immer ohne Kamera bestellen. Das ist immer am besten, weil wenn wir mit Kamera reinkommen, werden wir vielleicht bevorzugt behandelt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich so echt wie möglich das Ganze auch bewerten können nachher. Also ich gehe jetzt rein und ihr kommt dann gleich nach, wenn ich drin bin. Fühlt sich schon wie ein Geheimagent auch? Ja. Ist auch wichtig. Du musst das Geheimagenten-Feeling aufbauen, verstehst du? Ich bin ein Geheimagent. So, Essen ist gekommen. Wir haben einmal die Spezialität des Hauses bestellt. Und zwar heißt sie die Seele. Da bin ich gleich mal sehr gespannt. Sowas wie eine Pide, gefüllt mit Fleisch, Zwiebeln und hier verschiedene Soßen. Das sieht schon mal sehr appetitlich aus. Und hier einen wunderschönen Döner, Completo bestellt. Damit ich auch einen Eindruck bekomme, was mit den Zutaten hier los ist. Sieht auf jeden Fall beides sehr, sehr gut aus. Auch fürs Auge sehr, sehr gut. Ich werde jetzt loslegen zu futtern. Der Plan ist, ich werde es jetzt essen. Und danach versuchen wir, ob wir einen Geschäftsführer oder den Chef vielleicht sogar hier in der Nähe haben, der mit uns noch mal ein bisschen was redet. Der uns vielleicht noch mal was zu seinem Laden erklärt. Dem ich einfach ein paar Fragen stellen kann und ein bisschen auf den Zahn fühlen kann. Aber ich will jetzt gar nicht länger quatschen. Ich lege jetzt hier los. Ich glaube, das Ding schnappe ich mir mal als erstes. Also das ist hier so eine Pide mit Zwiebeln, Fleisch und Käse überbacken oder gebacken. Habe ich so noch nie gesehen, schmeckt aber hervorragend. Aber mir geht es ja um den Döner, hauptsächlich um den Döner. Natürlich, das ist auch eine super Idee. Das ist wahrscheinlich so eine Eigenkreation. Aber das Brot sieht auch schon mal ganz anders aus, als ich es kenne. Nicht normales Fladenbrot, sondern schön knackig, schön frisch. Jalapeno mag ich jetzt nicht so. Boah, da war auch eine Jalapeno drin. War ein bisschen scharf. Ich bin ja nicht so der Scharfesser. Boah. Ja, da habe ich genau drauf gebissen. Kommen mir gleich die Tränen, ey. Boah. Aber auch der Döner. Was mir hier wirklich auffällt, das Verhältnis. Perfekt. Verhältnis von Fleisch zu Salat, zu Soße, zu Käse. Ist wirklich perfekt. Also perfekter geht es fast gar nicht. Nicht zu viel Salat, nicht zu viel Fleisch, nicht zu viel Soße, sondern wirklich alles auf den Punkt. Auch ein gutes Gewicht. Also eine ordentliche Portion. Salat, sehr frisch. Auch Karotten mit drin, finde ich auch super. Soße, super. Ich habe Knoblauchkräuter genommen auf dem Döner. Also ich habe alles, ich habe gesagt, mit einfach einen ganz normalen Döner. Mit allem. Sind mir auch die Jalapenos, konnten sie jetzt nicht wissen. Nee, probiert mal, sonst wird es kalt. So, ich habe aufgegessen oder fast aufgegessen. Den Döner habe ich auf jeden Fall aufgegessen. Der war sehr lecker, also wirklich sehr lecker. Es gibt nichts zu meckern. Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das hätte anders sein können, sondern der war wirklich sehr gut. Die Soßen waren sehr gut, das Fleisch war sehr, sehr gut. Das Fleisch hat auch wirklich sehr gut geschmeckt, sehr frisch geschmeckt. Das Gemüse war sehr, sehr frisch. Das Brot war sehr frisch. Und das alles zusammen war halt einfach eine gute Kombination. Also nicht zu viel von irgendwas, nicht zu wenig von irgendwas, sondern einfach perfekt. Die Seele, da haben wir alle ein bisschen was von gegessen, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe jetzt schon den Döner aufgegessen. Wenn ich das Ding auch noch aufgegessen hätte, wenn ich jeden Tag jetzt irgendwas testen, dann werde ich ja irgendwann kugelrund. Ich bin ja gerade dabei abzunehmen. Also müssen wir den Ball flach halten. Wir werden jetzt mal versuchen, zu fragen, ob irgendwie eine Schichtleitung da ist oder ein Geschäftsführer oder vielleicht sogar der Chef selber. Dann gehen wir jetzt kurz mal nach vorne, klären das mal auf. Oder ich frage jetzt erstmal, ob wir mit der Kamera nach vorne kommen können. Und wenn das der Fall ist und wir dürfen das mit der Kamera, dann kommt ihr hinterher. Und dann gucken wir mal, was wir noch für Fragen aus dem Chef rausgelockt bekommen. So, also ich habe jetzt gefragt, wir dürfen filmen und wir gehen jetzt mal nach vorne zusammen mit der Kamera und dann holen wir uns mal den Verantwortlichen vor die Kamera. Hey. Sülemann, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen. Du bist der Chef von Bam Bam Döner, Kebab. Genau, also ich habe
mit meinem Bruder habe ich das gegründet. Okay. Und das ist unser erster Shop hier in Heilbronn. Und jetzt haben wir letztes Jahr im April auch in Frankfurt einen aufgemacht, auf der Bergerstraße 116. In 2 Wochen kommt der zweite in Frankfurt. Wie ist die Adresse hier? Da können wir gleich mal ein bisschen Werbung machen. Clara Straße 8 in Heilbronn. Clara Straße 8 in Heilbronn. Und jetzt kommt, jetzt haben wir 2 weitere kommen noch dazu. Bochum und Wiesbaden. Sehr gut. Und die Anfragen kommen mittlerweile. Also ihr macht Franchise auch? Genau. Aber wie gesagt, wir wählen uns die Leute auch aus, die wir auch Ahnung in der Branche haben. Wir wollen, dass auch qualitativ überall mithält. Aber wir sind ja auch auf der Suche nach einem, wir wissen ja auch noch nicht, was wir machen. Wir wollen vielleicht machen wir einen Sushi-Laden, Burger-Laden, einen Döner-Laden, vielleicht machen wir eine Tankstelle, wir wissen es noch nicht. Wir sind ja gerade auf die Suche und das ist die Idee. Wir nehmen die Leute mit auf die Reise bis zum fertigen Geschäft. Und da sind wir natürlich auch auf der Zusammenarbeit mit Franchise-Gebern. Schon mal eine gute Idee, dass wir euch connected haben. Gerne. Macht ihr eure Soßen selber? Genau, Soßen sind alles rausgemacht. Wir haben die Kräuter, Knoblauch und scharfe Soße. Also mein Favorit war auf jeden Fall die Knoblauch und die scharfe Soße. Die scharfe Soße war wahrscheinlich sogar eine der besten scharfen Dönersoßen, die ich jemals gegessen habe. Dankeschön. Wir werden wirklich von uns mit Mühe, auch mit Sauberkeit alles hergestellt. Also wir tun gar nichts von außen, wir liefern unsere Art, natürlich unsere Mayonnaise und so, aber wird selber alles produziert. Ja, cool. Und so liefern wir das auch an unsere Kunden direkt. Und nochmal kurzes Feedback zum Döner. Also der Döner war wirklich super. Also ganz großes, war super klasse. Es hat nichts, gab nichts, wo ich sage, es würde mich jetzt stören. Es war nicht zu viel Fleisch, nicht zu wenig Fleisch, nicht zu viel Salat, nicht zu wenig Salat. Es war alles perfekt abgestimmt, sodass das Essen einfach Spaß gemacht hat. Dankeschön. Und was ich auch sagen kann, normalerweise, wenn ich einen Döner esse oder teilweise, wenn ich einen Döner esse, habe ich immer so einen vollen, schweren Magen. Das war bei euch nicht so. Also es liegt leicht im Magen. Daran merke ich, dass ihr auch gute Qualität benutzt. Genau. Dazu möchte ich auch gerne was sagen. Wir haben unser Fleisch also aus Berlin. Okay. Das ist ein Kalbfleisch. Geil. Deswegen können wir auch unser Döner auch Kebab nennen. Berliner. Genau. Unser Brot ist regional. Brot war sehr gut. Also wirklich, das Brot war ich sehr überrascht. Sehr frisch. Auch die Form ist ein bisschen anders. Genau. Als wir lassen das auch speziell für uns von unserem Meisterbäcker, was auch bekannt hier in Heilbronn ist, extra für uns anfertigen. Wird täglich beliefert. Unser Gemüse ist täglich frisch, auch regional. Wir achten halt aufs Qualität. Aber Gemüse ist sogar regional. Genau. Geil. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Haben wir auch in allen oder in vielen anderen Restaurants gehabt. Und das finde ich sehr, sehr gut. Regional, genau. Qualität, Soßen selber machen, Brot frisch vom Bäcker. Dankeschön. Also ihr macht alles richtig. Und da spricht ja auch der Laden für dich. Also seit ich hier drinnen bin, der Laden ist die ganze Zeit voll. Also hier ist die ganze Zeit Ansturm, also richtig, richtig gut. Und das spricht ja auch bei euch. Auch eure Google-Bewertung, 4,8 bei 500 Bewertungen. Das musst du erst mal hinkriegen. Also so viel könnt ihr nicht falsch machen. Dankeschön. Ja, es steckt auch viel Arbeit dahinter. Wir wollen auch immer besser werden. Wir haben auch noch neue Ideen, wo wir auch... Aber wir können halt nicht alles auf einmal rausschießen. Was für eine neue Idee? Es bleibt geheim, das zeige ich dir später. Erzähl doch mal. Wir haben ja den Cheesy, Döner. Das war unser Geheimnis, was wir mit der Zeit dann rausgelassen haben. Ist wahnsinnig angelaufen. Hast du auch probiert? Ja, ich habe bei einem Kollegen hatte den bestellt, den habe ich den probiert. War auch sehr lecker. Für mich ein bisschen zu viel, weil ich mag nicht dieses, weißt du, dieses, ist zu viel Soße. Aber da du Berliner bist, da. Aber es gibt auch Leute, die es mögen. Das ist immer eine Geschmackssache. Genau. Ne? Nur weil mir was schmeckt, heißt es ja nicht, dass es anderen schmeckt. Über Geschmäcker kann man uns ja diskutieren. Ganz genau. Geschmäcker sind verschieden, zum Glück aber auch. Ne? Bamams Döner in Heilbronn ist Kevin approved und kriegt von mir ein Sternchen, also ein super Sternchen. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Vielen Dank, dass wir hier sind. Danke für deinen Besuch. Und kommt vorbei, Leute.